Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt wollen wir weitermachen mit der aktuellen Mission. Und weil das gerade hier so schön aussah, habe ich gedacht, ich mache mal einen Screenshot und beginne das neue Video aus dieser Perspektive. So, jetzt geht's aber richtig weiter. Und wir sind unterwegs am Lincoln Tunnel Checkpoint. Da sind auf jeden Fall Gegner. Und es sieht mir aus, hier die Kollegen, die da so blinken, das sind auf jeden Fall Scharfschützen. Könnt ihr auch natürlich jetzt, wo ich den anvisiert habe, oben an dem Fadenkreuz erkennen. Zwei Scharfschützen. Blöde Sache, muss ich gestehen. Hast mir recht. Die Stadt war auch schon vorher scheiße. Hm. Was wir jetzt mal machen werden, wir werden bei den Fähigkeiten einmal versuchen hier. Eventuell könnte man auch mit dem Schutzschild vorgehen gegen die Scharfschützen. Ich weiß aber nicht, wie stark das ist. Ich wähle jetzt hier einfach mal die diese Granate aus und versuche die da in diese Richtung zu platzieren. Wenn die näher kommen, dass wir die da quasi mit, ich glaube, alleine. Von alleine reagiert die halt nicht. So, aus 5 wurden nur noch 2 und das sind natürlich blöderweise jetzt auch noch die Scharfschützen. Immer nett, wenn die so einen Kopf rausstecken, oder? Ich glaube, in dem Moment, wo das so aufleuchtet, visieren die euch an. Also da müsst ihr dann ein ganz klein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich würde sagen, die Situation gerade gut gelöst. Hashtag gut gelöst. Jetzt bitte in die Videokommentare von euch. Mal gucken, was die Jungs haben liegen lassen. Allzweckholster, Level 4 können wir auf jeden Fall ausrüsten. Und Medikit. Was wir dann halt wirklich, glaube ich, laufend und immer machen sollten, wäre dann auch ganz einfach die Sachen, die wir gefunden haben, auch dementsprechend ausrüsten. Das hätten wir jetzt hier. Das erweiterte Magazin. Ah, guck mal, hier haben wir sogar 8,5% Magazingröße. Hier haben wir ein höheres Nachladetempo. Ich persönlich setze jetzt auf das größere Magazin, muss ich jetzt sagen. Aber das kann man natürlich halten, wie man will. Na, wo ist der SPS wird halt nicht geändert oder nicht groß geändert. Wir legen das an, bleiben bei 1584. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. So, Rüstung, hier der Holster. Da können wir auch nochmal ganz schön sehen, den Unterschied. Also Standard, hier gehen Lebenspunkte und Fertigkeitsstärken nach oben und hier geht der Waffenschaden und die Lebenspunkte nach oben. Also für mich im Moment, ich weiß nicht, bei Fertigkeitsstärken mit Elektronik, da habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so. Ich werde vermutlich wesentlich mehr versuchen, die ersten beiden Werte, also dieser primären Schaden pro Sekunde und die Lebenspunkte aufzuleveln. Anlegen, Dankeschön, weiter geht's. Wer weiß, ob uns nicht so Kleinigkeiten immer mal wieder den Arsch retten. Da kann man rauf mit so einem Seil. Einfach mal so aus Neugierde, schauen wir da mal. Ist da nicht was, ja. Ach, guck mal, da stand auch ein Benzinkanister. Habe ich gar nicht entdeckt. Aber wenn das Spiel uns schon die Möglichkeit... Oh, Leibwächterhandschuhe. Alles plündern. Können wir dann auch direkt anlegen. Oh, das stört mich immer. Das stört mich immer so immens. Ey, wenn das Spiel hier so... Hier haben wir es wieder. Ey, wenn das Spiel so die Umgebung ausgraut. So, da sind die Handschuhe. Können wir sehen. Primäre Lebenswert wird von 1729 auf 1900. Ach Quatsch, primäre Lebenswert. Primärer Schaden wird auf 1947 angehoben. Durch Handschuhe. Immerhin, wer hätte das gedacht? Die Leibwächterhandschuhe. Rocken da schon. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh, 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 oh. Vielleicht vorsichtig sein, wie oft ihr B drückt, wenn ihr irgendwo. So, mal eben eine Spritze reingehauen.
Aber ich habe immer Bock auf Screenshots machen. Ich weiß gar nicht. Ich mache immer Screenshots. Ich brauche die dann halt für die Thumbnails. Entschuldigung dafür. Ich finde das irgendwie netter im Moment, wenn die Screenshots so aus dem Spiel stammen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ob ihr das zumindest Gretchen, ähnlich seht. Sie wollen den Tunnel stürmen. Die schießen auf alles, was sich bewegt. Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenschwarm. Lass sie nicht durchbrechen. Okay, Moment, sehe ich nur den Scharfschützen oben. Frage, wo gehen wir da hin? Ich glaube, ich sollte mal nachladen. Okay, der hat glücklicherweise nicht mehr in unsere Richtung geguckt. Ich seh's. Glücklicherweise gucken die alle nicht in meine Richtung. War gar nicht schlecht, die Pusi hier, ne? Ah, ich hab gedacht, das wäre ein Benzinkanister, der da steht. Wechseln mal die Position einfach, um es abwechslungsreicher zu gestalten. Ob das dann... Sie haben Alex! Es gibt nur Alex in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das ein Running Gag ist. Oder ob das eine Bewandtnis hat. Der ist gerade gestorben, der hier noch war, oder? Nee. Ich stehe mir selber im Weg mit der Cam. Captain Benitez, hier spricht Fay Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. So, Medipack und Co. eingenommen. Es ist eine Ehre, an meiner Seite zu kämpfen. Das denke ich auch immer. Ich denke, das sollte jeder denken. An meiner Seite zu kämpfen ist eine ziemliche Ehre. So, jetzt wollen wir aber mal ganz kurz, bevor wir hier den Tunnel betreten, mal wie gewohnt im Inventar gucken. Ich glaube, das wird später ein ganz klein bisschen weniger werden. Also, dass man da ganz so nach und nach nicht mehr alle 2 Sekunden hier reingucken muss. Aber im Moment natürlich hier noch eine ganz schöne Steigerung direkt. Das machen wir auf jeden Fall. So, anlegen. Und wir konnten jetzt, glaube ich, auch, wir sind ja mittlerweile Level 5 geworden. Da können wir ganz kurz bei den Fähigkeiten gucken. Fertigkeitsplatz verfügbar. Ab jetzt steht Ihnen ein zweiter Fertigkeitenplatz zur Verfügung. Nun können Sie 2 Fertigkeiten gleichzeitig anlegen. Ja, das wollen wir natürlich machen. In meinem Fall, ich werde die Haftgranate und den Radar zunächst mal benutzen. Das werde ich auf der linken Seite benutzen und die Granate werde ich rechts lassen. Dann haben wir links quasi auf dem Bumper immer so diese Rolle drauf, dass man da die Gegend scannen kann. Ich scanne auch mal hier den Wagen. Mal gucken. Wir klettern mal hier so abseits entlang. Nicht so spannend, wie ich dachte.
Vielleicht aber trotzdem eine ganz gute Möglichkeit, da ungesehen näher zu kommen. Wow, ist der gerade weggeglitscht? Oder habe ich das nur gemeint? Oder war das Flash? Könnte ja auch Flash gewesen sein, man weiß ja nicht so. Ups, ich habe gerade gedacht, wäre ein Gegner. Ah, jetzt kommt einer von euch. Ich entschärfe das Ding. Okay, nett. So, ein bisschen Munition mitgenommen. Das schadet auf jeden Fall nie. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Warnung. Von wo nähern die sich? Ach, wir müssen... Ach so, okay. Typische Bewachungsmission. Also während hier das Ding entschärft wird, müssen wir dann halt dafür sorgen, dass da keiner näher kommt. Bisschen umsonst gerade dieses Ding verballert, ne? Kontaminierte Bereiche. Was ist das denn jetzt auf einmal? Okay, Ladevorgang. Kommt jetzt eine Zwischensequenz oder was? Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf. Ach so, okay, wahrscheinlich ist die gestorben. Das habe ich gar nicht. Ach so, oben. Ja klar, oben wird so ein Wert angezeigt. Jetzt sehe ich das erst. Schieß mal da eine Haftgranate hin. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Wo hier eine gute Position ist. Mehr Salven schießen, ne? Das Gewehr zerreißt doch ziemlich nach oben. Oder generell immer ein bisschen weiter unten anfangen. Alarm! Feinde kommen in ihre Richtung. Okay. Weiß nicht, wo ich mich hier so günstig positionieren soll. Ich fand es jetzt besser, weiter nach vorne zu laufen gerade. Eine Minute 30 müssen wir durchhalten. Jetzt Munition. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, Posi hier ist nicht so schlecht. Die werde ich mal weiterhin halten. Boah, verreiß ich, ne? Scheiße, ey. Wow! Nein, ey. Boah, die Pumpgun. Die Pumpgun hat mich das Leben gekostet. Das sage ich jetzt mal einfach so, weil die so langsam geschossen hat. Wahrscheinlich war es meine Schuld. Ah, kacke die. Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf. Ich entschärfe das. Ich versuche nochmal die Pose hier. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Ah.
Wow. War gerade voll geil, wie das Ding explodiert ist, ne? Diese ganze Scheiße. Wenn die alle da entlang laufen? Nee, schade leider nicht. Die alle daher kommen würden, hätten wir ein leichtes Spiel. Wir einfach diesen Laufweg da komplett zumachen, der sich da bietet. So, komm Leute, noch 2 Minuten ungefähr. Diesmal werde ich nicht so oft vorbeischießen. Eine Minute 30. Nein, wieder derselbe Scheiß, ey. Kommt da entlang. Komm, zeig dich. Der kommt nicht weit. Ja, du kommst nicht weit. Guck mal deine Lebensenergie an. Scheiße. Keine Munition mehr. Headshot, Bitch. Denen ist egal, wen sie töten, um zu kriegen, was sie wollen. Kommen Sie, wir treffen uns im Kontrollzentrum. Ja, wir treffen uns im Kontrollzentrum. Ich gehe jetzt aber hier erstmal ganz relaxed alle erschossenen Leichen entlang und sammle mir die Muni ein, die mir zusteht. Ich sag auf jeden Fall für die heutige Folge, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen gefallen, auch wenn ich zwischendurch einmal gestorben bin. Kann ja mal passieren. Bis zum nächsten Video und... Haut rein!